Moin zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, und heute werde ich es mal wieder versuchen, ohne Ladestopp von Berlin nach Bremen zu kommen. Mich begleitet heute dieses schöne kleine Baby da hinten. Das ist der Polestar 2 mit Frontantrieb und der großen Batterie. Das heißt, theoretische Reichweite bis zu 480 Kilometer hat er vorhin angezeigt. Aber ich bin eingestiegen, bin nur die Garage rausgefahren und es waren nur noch 320 Kilometer. Jetzt werden wir mal gucken. Also 78 Kilowattstunden Akku hat er. Das müsste ein Verbrauch von unter 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer sein, damit ich überhaupt rein theoretisch die 420 Kilometer von Berlin nach Bremen fahren könnte. Ob das mit sich ausgeht, das gucken wir uns jetzt an. Viel Spaß beim Video und ich werde ein bisschen was auch zum Polestar sagen natürlich. Zu Hause. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Tochter ist jetzt 6 Jahre alt und die ist definitiv erste vorne Sitzer ohne Streit und deswegen ist es immer wichtig, dass der Kindersitz vorne montiert werden kann und ja, eigentlich typisch für Volvo und Polestar ist ja die Nobelmarke früher oder die sportliche Marke von Volvo gewesen, ist es natürlich selbstverständlich, dass der Polestar 2 auch auf den vorderen Plätzen eine Isofix-Anbindung hat. Das heißt, ich konnte den Kindersitz mal eben innerhalb von, es waren vielleicht 5 Sekunden vorne drauf montieren, dann wird sich die Kleine freuen nachher, wenn ich bei ihr bin. Und dann ist da auch schon mal kein Streit vorprogrammiert. Ja, hier könnt ihr es übrigens lesen. Polestar 2 Battery Electric Vehicle, 78 Kilowattstunden, 170 kW, 170 kW, 225 PS. Damit ist der Volvo in ungefähr 7,4 Sekunden auf 100. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. WLTP-Reichweite soll sogar bei 580 Kilometer liegen. Ja, wer es glaubt, wird selig. Ich bin mal gespannt. Nach EV Database ist eine realistische Reichweite 425 Kilometer. Wir werden es erleben, ne? Wir werden es erleben. Ja, ansonsten ist der Polestar tatsächlich ein unheimlich kompaktes Fahrzeug, ja? Er ist zwar eine Limousine, aber er hat zum Beispiel hinten den Kofferraum auch so, wie man sich ihn beim Model 3 gewünscht hätte. Das heißt, eine große Luke, die man sehr gut einladen kann. Und das zeige ich euch mal eben, also vom Platz her, ist da wirklich viel, viel, viel Platz drin. Also mir reicht das völlig aus. Habe jetzt hier einfach sehr verschwenderisch mein Equipment mal platziert. Und natürlich alles elektrisch, das habt ihr eben gesehen. So. Und die Leuchtengrafik hinten, die ist natürlich auch top. Gefällt mir gut. So, was haben wir noch vergessen? Ja, 4,60 Meter lang, damit ist er 10 cm kürzer tatsächlich auch noch als ein Model 3. Und ja, die kompakte Form, ich mag sie wirklich total. Es fehlt nur ein bisschen an Tieferlegung. Also, ihr seht das hier, der steht echt hoch im Radkasten. Hier auch. Das ist ja nicht so das, was ich mag. Aber ansonsten von der Form typische, ja, Fastback-Form möchte ich schon fast sagen, ist das ja hinten mit der großen Klappe. Ist ja keine typische Limousine. Gefällt er mir gut. Ja, Volvo hat es vorgemacht. Polestar geht mit. Thor's Hammer vorne. Das sind die, ist die Leuchtengrafik der Frontscheinwerfer, des Tagfahr-LEDs. Und ansonsten ein schönes Auto, oder? Hier vorne ist der Radar drinne. Glasdach hat er, nicht zu öffnen, aber das ist mir egal, hat mein ID.3 auch nicht. Und sonst, genau wie beim ID.3 übrigens, hier vorne so eine Sensorfläche drinne. Das heißt, da muss ich jetzt nur so drauf tippen und er schließt das Fahrzeug ab. Klappt die Spiegel minimal an.
Also das war's schon. Mehr klappen die nicht an. Ne? Ich mache euch die nochmal auf, dann seht ihr das nochmal. So. Also da klappt gar nicht so viel aus. Ja, ist auch kein Coupé. Das heißt, die Türen haben einen Rahmen. Seht ihr? Und vom Innenraum her fällt natürlich die hochaufbauende Mittelkonsole auf hier. Die Sitze sind sehr bequem. Tja, und das, was Tesla beim Model 3 verhindern wollte, nämlich indem man auf das Fließheck verzichtet und eine normale Kofferraumklappe macht, weil es nämlich oben sonst etwas zu eng wird für die Passagiere. Da hat sich Polestar gesagt, uns doch egal, wir machen es trotzdem. Für Menschen wie mich mit 1,75 geht das hier tatsächlich, aber es ist wirklich, das sind zwei Finger vielleicht. Hab gestern mal den Steve hier hingesetzt. Steve ist nicht wirklich viel größer als ich. Der ist 5 cm größer, 1,80. Und der saß so. Tja, ein Tod musste sterben, ne? Ich sitze sowieso da vorne. Und ja, wir fahren jetzt nach Bremen, würde ich sagen. Und gucken mal, ob ich nur annähernd eine Chance habe, das Auto ohne Ladestopp bis nach Bremen zu buxieren. Buxieren heißt er? Buxieren. So. Was den Polestar 2 ja auszeichnet, ist, dass hier neben Google Maps natürlich, das ist ja ein Android-Benutzeroberfläche hier, das ganze System hier ist Android Auto, Automotive heißt das, Android Automotive, so zu, ist richtig. Better Route Planner ist hier schon integriert, so. Und das heißt, man kann jetzt hier meine Position und das Ziel eingeben und kann natürlich dementsprechend auch hier in den Einstellungen, mein Fahrzeug ist ein unbekanntes Fahrzeug, Polestar 2. Ich muss leider, muss ich sagen, musste ich hier den SOC von Hand eingeben, 100%, was ja völlig okay ist. Aber ich dachte, er übernimmt es vielleicht vom Fahrzeug, hat er nicht. Und Ladepunkte habe ich jetzt hier nichts eingestellt. Minimum Ladepunkte ist 1, sehr bei der Batterie wichtig. Ich habe gesagt, SOC am Ziel und an meinem Ladestation 10%. Und ja, Maximum SOC, das können wir auf 80 machen, ist egal. Geschwindigkeit, hier Referenzgeschwindigkeit 130, ist auch völlig okay. Jo. Zusatzgewicht habe ich nicht drin, ich wiege ja auch keine 75 Kilo, nicht ganz. Guti, also insofern lassen wir ihn mal eben rechnen und ich müsste ja theoretisch mit 430 Kilometer müsste ich ja ankommen und da seht ihr gerade, er hat hier eine Aral-Tankstelle Braunschweig drin. Und ja, dann fahren wir da jetzt mal lang. Also er sagt, wir schaffen es nicht. Ich würde sagen, Challenge accepted, weil er sagt jetzt 242 Kilometer. Ich würde fast sagen, die lasse ich aus. 242 Kilometer, da lade ich doch noch nicht. Hahaha. Nee, wir beobachten das natürlich. Und ja, einfach mal losfahren. Er zeigt da unten schon wieder ein. Also ich muss mal eben. Ich gehe mal eben auf Fahrbereitschaft. Aber. Ah, hier. Automotive-Status nicht verbunden. Kann ich leider auch nicht. Ich kann es leider nicht verbinden. Ja, dazu fehlt mir jetzt auch einfach die Zeit, mal mich darum zu kümmern. Also, er greift die Daten schon ab, wenn er verbunden ist. Wir sind jetzt hier gerade scheinbar nicht verbunden. Insofern ein bisschen schade, das Ganze. Aber egal. Darum geht es jetzt ja nicht, denn wir wollen auf die Bahn und mal ein bisschen Polestar fahren. Polestar 2 mit Frontantrieb. Kratzt da an der Armaturspur oder nicht wie so ein Kona oder auch der Ioniq Classic, der ja auch. 300 Metern rechts. Danke. Ja, tut er. Also, er
hat schon manchmal ein bisschen Probleme, die 231 PS auf die Straße zu bringen. Stört es jetzt? Nein, es stört nicht wirklich. Also reguliert recht schnell, das habe ich ja auch bei Volvo schon mit erlebt. Und er steht ja auf der gleichen Basis wie der C und XC40 sozusagen. Also Radstand und so weiter, und der Unterbau ist identisch, deswegen ist er wahrscheinlich auch so ein bisschen hochgebockt. Aber er kriegt das eigentlich ganz gut hin. Und insofern möchte ich sagen, ja, ist es okay. Ne? Was man auch merkt, ist, dass er mit 231 PS jetzt nicht untermotorisiert ist. Also untermotorisiert, er ist immer noch in 7,4 Sekunden auf 100. Das ist völlig okay, damit kann man gut im Verkehr mitschwimmen und das sorgt auch für den einen oder anderen Überraschungsmoment. Natürlich ist das Allradmodell hier dann eher wie ein Sportwagen zu sehen, aber für den täglichen Gebrauch und so weiter ist das hier völlig, völlig ausreichend, was der Pulsar 2 mit dem kleinen, also mit dem einen Motor, mit dem Single-Motor leistet. Schwerere Batterie als der Single-Motor mit Standardreichweite. Aber generell gehe ich davon aus, dass das jetzt nicht so viel am Verbrauch macht. Ja, was soll ich sagen? Also fährt leise, fährt ruhig. Leichte Windgeräusche hast du ja immer, aber nicht aufdringlich, nicht störend, überhaupt gar nicht. Also ist alles im Rahmen. Er hat leider nicht, also dieses Fahrzeug hier, ne? Ich rede immer von dem Fahrzeug, in dem ich sitze, hat leider keinen aktiven Spurhalteassistent. Der hat halt den adaptiven Tempomaten. Das heißt, sobald er merkt, dass er einem Auto oder einem LKW in diesem Falle zu nahe kommt, dann bremst er ab. Aber er hat nicht die aktive Lenkunterstützung. Das heißt, ihr müsstet noch wirklich selbst arbeiten. Das bin ich halt von meinem ID3 anders gewohnt. Ne? Der fährt ja quasi alleine. Ja, ich habe das Auto jetzt so 10 Tage, muss ich mich echt dran gewöhnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man gewöhnt sich ja an die ganzen Annehmlichkeiten. Es gibt Menschen, die sagen und verteufeln ja so einen aktiven Spurhalteassistenten und das Lenkrad lenkt mit und alles, aber ja, was willst du machen, ne? Steckst dich drin. Aktuell ist es so, dass meine Range im Hauptdisplay bei 390 Kilometer liegt. Better Route Planner sagt, ich komme in Braunschweig, was noch 208 Kilometer sind, komme ich mit 10% an. Gucken wir mal. Ich traue den Braten hier noch gar nicht. Und wenn ich jetzt mal eben gucke, was, ja, 310 Kilometer sagt die aktuelle Reichweite des Reichweitenassistenten hier an. Finde ich auch ganz komisch, dass es im Display vorne eine deutliche Diskrepanz gibt zu dem Range Assistant, den ich hier habe. Und ich habe übrigens Eco-Klima auf On, Fahrstil niedriger Verbrauch, Geschwindigkeit niedriger Verbrauch, Klimatisierung niedriger Verbrauch. Also mehr kann ich nie machen. Ne? Momentan Verbrauch, sagt er jetzt gerade, ich kann euch das auch einfach mal zeigen. So sieht es gerade aus. Und ich fahre jetzt gerade, ihr seht das, 111. Und da unten zeigt er jetzt an, dass ich 380 Kilometer Reichweite habe. Und hier zeigt er 300. Oben das Maximum sind 420. Das ist wahrscheinlich maximales Ökologisieren. Ja, und 24. Da brauchst du jetzt kein großes Mathe-Genie zu sein, um zu wissen, dass du mit 78 Kilowattstunden bei einem Verbrauch von 24 Kilowattstunden auf 100 Kilometer keine 400 kommst. Ne? Also 78 sind knapp 80 und 80 durch 400 sind dann wären 20er Verbrauch. Den habe ich hier noch wieder mal. Jetzt geht es bergab, ist auf 19, aber den hast du halt nicht im Schnitt. Ne? Und Außentemperatur tut sein Übriges dazu bei, es sind 4 Grad. Straßenverhältnisse trocken, ist auch nicht windig oder so. Aber da würde ich sagen, no way, ey. Gucken wir mal. Alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ihr seht jetzt hier, also ich muss ein bisschen das Lenkrad festhalten, da hat er gerade gesagt,
Jetzt ist der aktive Lenkassistent ist jetzt drinne und er lenkt jetzt auch brav. Ja, wisst ihr, was ich machen müsste? Ich muss hier an der Seite, zack, guck mal, jetzt ist das Lenkrad da oben im Display aus. Jetzt drücke ich wieder mal auf die Seite, zack, jetzt ist er an. Und düdüm, mega. Was er leider nicht macht, ist, dass er tatsächlich die Geschwindigkeit automatisch nach dem Fahrlimit, hätte ich fast gesagt, also nach den Schildern anpasst. Also, dass er sagt, okay, ich erkenne jetzt 120 oder whatever. Er hat jetzt 120 auch nicht erkannt, also ist gerade freigegeben. Er sagt immer noch 80. Aber hey, er hat doch einen aktiven Lenkassistenten. Den Knopf müsst ihr drücken, nachdem ihr den adaptiven Tempomaten angeschaltet habt, damit er dann auch das Lenkrad dann selber nutzt. Ach, finde ich gut. So, der Schätzapparat hier vorne im Zentraldisplay sagt immer noch 280 Kilometer Range. Nee, weil, wenn ihr mal eben hier guckt, 220 und ich habe jetzt mal bei Google Maps parallel eingegeben, wie weit das Ziel ist, da seht ihr da unten 302 Kilometer. Das heißt, selbst mit dem sehr, sehr optimistischen 280 Kilometer geht sich das nicht aus. Insofern werde ich auf jeden Fall einen Stopp machen müssen. 4 Grad Außentemperatur, wir haben es halt so ein bisschen, vorsichtig gesagt, winterlich. Und der Polestar hier, der fährt auch auf Winterrädern. Hab den Luftdruck jetzt nicht überprüft, aber da lässt sich bestimmt noch ein bisschen was rausholen. Aber wenn ich 220, 300 Kilometer, fehlen mir 80 Kilometer, das kannst du vergessen. Das machst du halt nicht, ne? Also das fährst du auch mit Ökologisieren nicht raus. Und ja, insofern werde ich jetzt, so wie es Better Route Planner dann sagt, zeige ich euch nochmal. Er sagt, die kommen mit 11% an. Ja, das ist ja völlig okay. Aber ist halt so, ja, ein bisschen schade, ne? Also soll aber im Prinzip, soll es mir egal sein, wenn ich jetzt im Winter mit einem Stopp dann durchkomme, dann ist das völlig okay. Mich würde halt mal interessieren, ob ich im Sommer tatsächlich dann ohne Stopp durchkommen würde und was mir das dann an Zeit spart, bei einer Strecke von 420 Kilometer ohne Ladestopp zu fahren. Wäre schon cool, muss ich ehrlich sagen. Wäre schon cool, obwohl da ist dann immer die Frage, wer braucht den Stopp, das Auto oder ich. Versteh einer diesen Polestar 2? Also in Summe, ich bin hochzufrieden gerade, also ich mag das Auto ja wirklich, aber warum auch immer, auf einmal bin ich unten verbunden. Seht ihr das? 62%, jetzt auf 61%, sagt er da auch. Und ich habe rein gar nichts getan. Ich fahre einfach nur. Ja, also, appreciate that, aber keine Ahnung, warum er es getan hat. Egal, weil ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt keine aktive Verbindung zu A Better Route Planner habe, der den SOC des Autos mitnimmt, ergibt das Ganze gar keinen Sinn, damit zu fahren, weil er ja die ganze Zeit nur schätzt, wo ich bin, bei wie viel. Und also bei wie viel SOC. Vorhin waren es dann irgendwie so um die 5-6% Diskrepanz. Also er sagte, ja, du bist bestimmt bei 16, ich war hier noch bei 65 oder irgendwie so. Aber jetzt passt alles und ich habe echt nichts getan und finde das gerade ein bisschen funny. Völlig okay. So, geschätzte Ankunftszeit übrigens. 11.52 Uhr. Ich bin losgefahren um 7.35 Uhr oder so. Ne? Also 4 Stunden wären dann 11.35 Uhr. Plus 20, 11.55 Uhr. Wären 10 Minuten schneller als mit dem ID3. Er sagt, ich soll 31 Minuten laden nachher. Das gucken wir uns dann mal an. Ich bin ganz gespannt auf die Ladegeschwindigkeit vom Polestar 2. Ob es wie beim XC40, das Video verlinke ich mal eben, da hatte ich mit dem Frontkratzer ja maximale Ladeleistung von 125 kW. Der Allrad, der kann ja 150 und da das Fahrzeug hier, also der Polestar 2 auf dem XC40 auf der gleichen Plattform steht, würde mich dann mal interessieren,
ob er dann auch nur 125 kW in der Spitze bringt oder ob es dann doch vielleicht 150 sein werden. Wir werden es erfahren, sind aber noch über 100 Kilometer, bis ich dann überhaupt da bin. So, jetzt haben wir den Salat. Ihr seht, er sagt eigentlich, ich komme mit 21% irgendwo an, aber ich weiß gar nicht, wo er hin will, weil nämlich er hat jetzt den Pulsar übernommen und ich habe gesagt, ich will nicht mit 21% irgendwo ankommen. Ich möchte gerne mit weniger SOC und dachte mir dann, anstatt hier den Aral Pulsar irgendwie zu nehmen, ich kenne ja die Strecke, nehme ich Lehrter See Nord. Was aber nicht geht, ist, dass man tatsächlich sagt, okay, ich möchte die Route abbrechen beim Better Route Planner. Ja, also ich kann jetzt hier unten drauf drücken, so. Aber hier auf Zurück unten, das ist ausgegraut. Ich kann da nicht machen. Siehst du, da passiert gar nichts. Und ich kann die Route nicht abbrechen. Das finde ich gerade ein bisschen ätzend, weil auch wenn ich neu lade, plant er mir jetzt keinen Ladestopp, sondern sagt dann einfach, ja, nö, schaffst du nicht. Ach ja, ihr zeigt das gerade. Da oben. Wenn ich jetzt auf Alternativen anzeigen gehe, jetzt guck mal unten, jetzt hat er plötzlich 93% SOC drin, obwohl 33 da drin sind. Also, sowas ist ein bisschen buggy hier, ne? Also, das nervt mich gerade so ein bisschen, dass das nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, ist ein bisschen schade gerade. Ich bin mit 16% seht ihr, angekommen und jetzt habe ich ihn angeschlossen hier und jetzt gucken wir mal, wie viel Ladeleistung da kommt. Geht hoch auf, ja, gucken wir, ob er 400 Volt schafft. Ich kann euch mal eben zeigen, Tageskilometerzähler rechts, den anderen, den wollte ich eigentlich resetten, so, der geht nämlich gleich. So, 23 Kilowattstunden habe ich bisher verbraucht. Das ist ungefähr auf dem Niveau von meinem ID3 tatsächlich. Durchschnittsgeschwindigkeit 105 ist auch okay. So, und Ladeleistung seht ihr, 114 kW jetzt bei 18%. Liegt einfach daran so ein bisschen, ich habe noch viel zu viel Strom eigentlich im Akku. Und ja, von daher 115 kW. Er wird die 150 wahrscheinlich bringen. Ich muss das nochmal gucken. Ich meine, der kann auch nur 125. Aber 115 ist jetzt erstmal völlig okay. Gemessen meinem ID3 ist das so ein bisschen mehr. Der kann ja nur 100 aktuell, bis das Update irgendwann kommt. 140 Kilometer, sagt er. Also zeige ich euch mal eben. So. Und ich soll bis 86% laden. Dann käme ich mit 34 an. Ja, gucken wir mal, ne? Übrigens, Better Route Planner zeigt jetzt unten auch an meine Ladeleistung. Finde ich auch ganz cool. Also ich soll bis 11 Uhr... nee, das ist die, was ich noch zu fahren habe. Oh, sorry, ich habe mich gerade verwirrt. Ich soll bis 11.12 Uhr laden. Nee. Ich lade jetzt hier so, dass ich... Also ihr seht, ich habe 21% drin. Ich bräuchte 34, um ans Ziel zu kommen. Ich mache jetzt so Reichweite. Seht ihr da oben 90 Kilometer. 140 habe ich. Ich lade jetzt auf 200 Kilometer auf und dann war's das. Den Rest kann ich dann vor Ort natürlich laden und dann brauche ich den jetzt hier nicht so voll zu pumpen. So, 125 kW, da sind sie. Maximale Ladeleistung, 126 sogar. Kann denn doch vielleicht 150? Ich weiß es doch nicht, Kindermann. Fragt mich doch nicht sowas. Aber was ich euch sagen kann ist, E-Mobilität ist echt im Kommen. Also ich bin ja eben hier fast allein gewesen. Hier stand ja nur der Sporttourismo hier. Ja, da stehe ich. Der steht ein bisschen seitlich. ID4, E-Niro, E-Tron. Und da steht noch ein E-Tron, der laden will. Ja, das ist ein bisschen doof gelaufen gerade. Also ich bin froh, dass ich jetzt hier laden konnte, weil ich fahre hier immer stumpf einfach hin und kriege bisher immer einen Ladeplatz. Da hätte ich aber ganz schön dumm aus der Wäsche geguckt, jetzt hier, wenn ich jetzt hätte warten müssen. Habe jetzt aktuell 150 Kilometer Akku und
ja, werde jetzt noch die restlichen 40, 50 Kilometer laden. 160 Kilometer sind es inzwischen. Und dann geht's ins Finale. Und ja, ohne Ladestopp geht es dann doch nicht, ne? So, 190 Kilometer im Akku. Damit komme ich nach Hause, das weiß ich. Und somit, düdüm, zack, kann es auch losgehen. Endspurt, Navi sagt, ich komme um 11.25 Uhr tatsächlich an. Das wäre eine hervorragende Zeit. Das gucke ich mir jetzt mal an. So, wie sieht's aus? Da seht ihr, ich komme wohl mit 10% an. Um 11.50 Uhr aktuell. Wir haben es jetzt 11.10 Uhr ungefähr, also 40 Minuten sind es noch roundabout ungefähr. Und ich gucke mal eben nach dem derzeitigen Verbrauch. 22,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Habe dann eine reine Fahrzeit von aktuell 3,24. Brauche jetzt ja noch nach Adam Riese ungefähr 40 Minuten. Wären dann 3,4 Stunden. Und habe auch noch ein bisschen geladen und bin dann, glaube ich, 10 Minuten schneller als mit meinem ID3. Aber das bei dem deutlich größeren Akku hier mit den 78 Kilowattstunden gegenüber den 58. Trotzdem ist der Verbrauch, ja, mit den 22,6 Kilowattstunden auf 100 auf ID3 Niveau. Finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ja, was sonst noch? Ja, 231 PS habe ich ja schon eingangs erwähnt. Frontantrieb auf der Autobahn. Hängt aber wirklich gut am Strompedal. Das heißt, wenn man mal eben auch, wenn man von hinten sieht, okay, da kommt einer ein bisschen schneller, du willst aber den vor dir mal eben überholen, also latscht mal eben drauf, dann geht der schon gut vorwärts. Ne? Das Drehmoment, das sorgt dann dafür, das Drehmoment eines Elektromotors, dass auch vermeintliche 231 untermotorisierte PS, ja, je nach Sichtweise, untermotorisiert, dafür sorgen, dass sie auch mal eben schnell beschleunigen können. Ne? Also mal eben drauf, dann ist der rucki zucki auch bei 140, wenn ihr vorher bei 110 wart oder so. Also der ist mit 231 PS definitiv nicht untermotorisiert. Da kann ich euch ganz gepflegt den Zahn ziehen. Das ist völlig ausreichend. Aber, und das könnt ihr jetzt einfach mal ausprobieren, geht mal in den Konfigurator rein, sagt ihr wollt leasen, sagt ihr fahrt, was weiß ich, 20.000 Kilometer im Jahr oder so. Konfiguriert euch mal den frontangetriebenen mit langem Akku und guckt, was dabei rauskommt. Und dann macht ihr das gleiche bitte mal mit dem Allrad. Und das wird euch erstaunen, denn tatsächlich ist die 408 PS Version günstiger als die Version hier mit Long Range und Frontantrieb und 231 PS. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann es euch nicht erklären, führt aber natürlich dazu, dass Menschen, die leasen, so wie ich, dann auch gleich zum 408 PS Modell greifen, weil so wie man sieht, hat das jetzt für mich keinen großen Vorteil, weil egal, ob ich jetzt mit 408 PS unterwegs bin und ein bisschen mehr Ladeleistung oder mit 231 PS und ein bisschen weniger Ladeleistung, dafür ein bisschen mehr Reichweite, ich komme nicht ohne Stopp von Berlin nach Bremen. Also ich muss auf jeden Fall einmal stoppen und dementsprechend ja, würde ich dann tatsächlich zum Großen greifen. Ne? Nur mal eben so meine Einschätzung. Ansonsten mit dem Pilot hier, das funktioniert so gut. Also Pilot Assist heißt das ja, dass er selber lenkt. Leider, aber das haben andere Autohersteller genauso, außer jetzt zum Beispiel die MEB-Modelle, hat er kein kapazitives Lenkrad. Das heißt, man muss immer so ein bisschen mal ruckeln und rütteln und zu zeigen, ja, ich bin ja noch da. Bei VW ist das ja so, man legt einfach nur die Hand ordentlich ans Lenkrad, so dass dann Strom fließen kann, minimaler. Dadurch erkennt er, dass du eben am Lenkrad bist und kommt da nicht auf den Gedanken, dich zu warnen von wegen, ja, bitte Lenkrad festhalten und so weiter. Ja, meckern auf hohem Niveau. Wo wir gerade beim Meckern sind, er hat in dieser Variante jetzt gerade aktuell noch immer leider kein Apple CarPlay, wo ich ein großer Fan von bin. Das soll aber im Sommer kommen.
Somit wäre da eins der Kriterien, die für mich eigentlich wichtig sind, raus. Vom Verbrauch her geht der Polestar 2 völlig in Ordnung. Und ja, das so ein paar Eindrücke jetzt gerade vom Fahren. Mit dem Home-Button und so weiter kommt man auch schnell auf die jeweiligen letztgenutzten Sachen. Also ich zeige dir das mal. Da unten ist so ein Strich, da drücke ich mal drauf. Dann seht ihr, was ich so zuletzt benutzt habe. Ne? Spotify oder eben hier Audio-Streaming. Better Route Planner oben. Oben steht nochmal die Reichweite. 80 Kilometer sagt er. Und wenn ich jetzt auf Better Route Planner sage, dann sagt er, in 50 Kilometer bin ich zu Hause. Das heißt, 30 Kilometer Rest. Ja, das geht schon alles, ne? Guti, also Endspurt. Ich bin in 20, 30 Minuten etwa zu Hause. 33 sagt er. Zu Hause in Bremen, ne? Ehemaliges Zuhause. So, das Wetter inzwischen ist herrlich, wirklich blauer Himmel, ein paar Wolken. Ich habe jetzt noch 50 Kilometer Reichweite, bei noch 16 Kilometer zu fahren, geht sich also alles gut aus, komme mit 8% an, was völlig in Ordnung ist. Aber was ich interessant finde, ist, eben bei 50 Kilometer Restreichweite sagt er dann, Reichweite gering, möchten Sie eine Ladestation suchen? Also dann hätte ich gleich auf Ja sagen können, hätte er mir eine Ladestation rausgesucht. Das kenne ich von meinem Auto in ähnlicher Form. Also der sagt so zwischen 50 bis 70 Kilometer, sagt er dann Bescheid. Finde ich okay. Ist halt nicht aufdringlich und ich kann es halt auch wegdrücken nach dem Motto, ja, dann mach doch alleine. Das finde ich schon gut so, ja. Also ich mag es nicht, bevormundet zu werden, aber im Zweifel einen netten Hinweis zu erfragen, du, ich kann für dich jetzt eine Ladesäule suchen, finde ich total cool. Also von daher... Und mit 50 Kilometer Rest ist es auch in Ordnung. Ja, also da macht sich der erfahrene E-Mobilist noch keine Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei 50 Kilometer, pff, ja. Es ist aber auch noch keine Schildkröte da und ich bin nicht in irgendeinem Rage-Modus jetzt drin oder so, wo er sagt, ja, jetzt reduzieren wir mal sämtliche Verbraucher und so weiter auf ein Minimum. Deine Leistung wird eingeschränkt. Nö, noch gar nicht. Beobachte das mal, weil ich bin ja am Ende unter 10%. Aktuell bin ich bei 12%. Ja, aber wie gesagt, es ist nicht mehr weit. Ich habe es gleich geschafft. Da seht ihr es. Und somit Endspurt. So, das zeige ich euch nochmal eben. Das gefällt mir gut. Ihr seht im Display, da wo es blendet, da ist die 70 als Höchstgeschwindigkeit. Ihr seht, ich fahre viel zu schnell, verdammt. So. Und rechts daneben ist das Überholverbotszeichen. Also die machen sie nicht untereinander, sondern das, was hier jetzt gerade eingeschränkt, also Trecker dürfen nämlich überholt werden, heißt das. Das wird rechts eingeblendet und links wird die Geschwindigkeit eingeblendet. Das finde ich schon ganz cool. So ist das nicht zu viel und der freie Platz in der Mitte, der wird ganz gut genutzt. Ich bin angekommen, das seht ihr, im Ziel. Ich habe noch 8% drin. 40 Kilometer sagt er hier noch. Mal sehen, was er hier sagt. 45, das passt. Aber interessanterweise ist doch hier, was habe ich an Verbrauch gehabt? Also 4 Stunden Fahrzeit. Davon 25 Minuten geladen sind 4,25 ungefähr. 403 Kilometer zeigt er an. Und... Durchschnittsgeschwindigkeit 104, 22,2. Das ist tatsächlich etwas weniger als das, was ich mit dem ID.3 zuletzt verbraucht habe. Das Wetter war auch nicht ganz so schön wie jetzt gerade. Wir haben 8 Grad inzwischen, bin bei 4 Grad losgefahren. Und es war trocken, es war nicht windig, also schon ziemlich cool. Und dementsprechend ja, ist das schon eigentlich ein cooler Verbrauch. Ich bin jetzt aber auch jetzt nicht wirklich geballert, weil ich ja dachte, ich kriege vielleicht auch ohne Ladung, aber... Ja, ich habe, glaube ich, 25 Kilowattstunden, muss ich nachladen oder so. Völlig okay. In Summe gefällt mir der Polestar richtig, richtig gut. Das habt ihr vielleicht das ein oder andere Mal schon rausgehört. Die Qualität hier im Fahrzeug ist wirklich top. Also ich mag das, ist ganz viel mit Stoff bezogen, nicht irgendwie irgendein Plastik oder so. Im unteren Bereich haben wir Plastik natürlich, aber selbst das ist eher geschmeidig, auch wenn es sich ein bisschen hart anhört. Aber sonst finde ich das schon sehr, sehr, sehr cool, was hier so geboten wird. Ja, also, ich bin gespannt, ob man die Strecke im Sommer dann ohne Ladestopp hinbekommt. Das würde ich nochmal gerne ausprobieren wollen. Kriege ich vielleicht auch nochmal eine Chance.
Ansonsten, ja, es geht nicht ohne. Er ist 10 Minuten schneller jetzt als mein ID.3 auf der Strecke gewesen. Und passt für mich. Also 4:30 ist auch wirklich eine Zeit, da muss ich schon sehr gezielt mit dem ID.3 fahren. Und das war jetzt hier eigentlich okay, sag ich mal so. Ne? Also ich habe jetzt nicht wirklich drauf geachtet, bin so gefahren, wie ich fahren würde. Und so machte das schon Spaß. Noch ein bisschen was zum Innenraum. Ich zeige euch das nochmal eben. Also ich finde zum Beispiel ganz cool hier das ganze Stoff, den wir hier haben. So. Die Bedienelemente hier sind auch wirklich gut. Hier mit dem kleinen Joystick lässt sich gut die Spiegel einstellen. Er hat unten sogar eine Memory-Funktion. Das finde ich sehr, sehr geil. Wie gesagt, die Bedienelemente im Lenkrad sind sehr cool dabei. Android Automotive ist ein richtig schnelles System. Das macht schon Spaß. Überall so kleine Gimmicks wie hier das Polestar-Logo, was hier beleuchtet ist. Das mag ich auch. Ich habe ein iPhone Mini, das in der induktiven Ladeschale da drin steckt, und das ist auch richtig gut, das funktioniert. Das ist bei mir im ID.3 leider nur möglich, wenn ich einen Schlüssel in das Fach unten reinrutschen lasse und dann das iPhone Mini oben drauf lege, damit es lädt. Ja, ansonsten die hochaufbauende Konsole hier, die habe ich schon erwähnt, ist für mich jetzt aber eher sehr, sehr komfortabel, weil ich lege dann meinen Arm jetzt hier auf das verschiebbare Fach. Also das habt ihr gesehen, ne? Also es ist verschiebbar hier. Auch nochmal mit Becherhalter. So. Und sonst Arm drauflegen. Nach vorne ziehen. So. Nach vorne ziehen. Arm drauflegen. Und dann kann man so richtig hier so den Arm auch so ein bisschen ablegen und so weiter. Ich bin so eigentlich gefahren. Also ich habe den Ellbogen draufgelegt, bin so gefahren und habe den anderen Arm dann hier auf der Seite auf dieser Ablage drauflegen, weil die Bordkante hier ist schon ziemlich hoch. Da ist bei mir gar nicht so viel Platz. Aber mir gefällt der Polestar halt richtig, richtig gut. Finde ich ein schönes Auto. Und ja, auch mit 231 PS absolut bequem und auch sehr, sehr sportlich fahrbar. Fahrwerk ist top, Geräuschkulisse ist top. Und für den Preis knapp über 40.000 Euro vor Förderung, der kriegt ja die volle Förderung hier, ist das Auto auch sogar leistbar. Ne? Und darauf kommt es auch an. Gut, soll es an der Stelle gewesen sein, jetzt hier von meinem kleinen Roadtrip mit dem Polestar 2 Front Wheel Drive und 231 PS, 78 Kilowattstunden, also der große Akku. Ab in die Kommentare, was haltet ihr vom Polestar? Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich gerne einen Daumen hoch, ihr könnt mir auch ein Abo da lassen, das würde mich natürlich freuen. Ich werde jetzt zu meiner Kleinen gehen, werde ein schönes Wochenende haben und dann bis bald hier auf dem Kanal. Wartet mal, ich bin noch in Bremen und in Bremen, da kenne ich jemanden, der ist deutlich größer als 1,75 und der ist nochmal deutlich größer als auch 1,80, wie der Steve ist. Und den setzen wir jetzt mal hier hinten rein, wenn der Sitz vor mir auf mich eingestellt ist, auf 1,75. Und wenn ich dann noch Lust habe, dann machen wir das Ganze mal andersrum. Dann stellen wir nämlich den Sitz auf den Fahrer ein, den ich euch jetzt zeigen werde. Ja, also für den Frank, Dominik hier. Moin Frank. Moin Stefan. Für den brauche ich schon fast Weitwinkel, da reicht mein Arm schon fast gar nicht mehr hier mit dem Gimbal. Du bist wie groß? 2,03 Meter, Stefan. 2,03 Meter, 1,75, 2,03 Meter, ihr seht das also. Ne? Ihr sagt ja immer, ich bin hier nicht das Maß der Dinge und deswegen habe ich mir gesagt, dann nehme ich jetzt mal das Maß der Dinge und das ist der Frank. Und Frank, wir setzen dich jetzt erstmal hinten rein. Oh nein. Ja, oh ja. Wir müssen ihn wahrscheinlich rausschneiden. Aber ich möchte sehen, ob das passt. Insofern, feel free, das probieren wir jetzt aus. Vielen Dank, Stefan. Gerne. So, Klappe Frank, die erste, er probiert's mal. Oh, siehst du, der hat sich auch schon in den Kopf geschossen. Wie Steve, wie Steve. So. Also, anlehnen ist da nichts mehr, ne? Wofür brauche ich einen Gurt? Also, wir gucken mal eben. Die Beine, das ist schon tatsächlich, du musst rechts und links so ein bisschen, du kannst die gar nicht so richtig dahinter stellen, ne? Nee. Und der ist auf 1,75 eingestellt jetzt. Also ganz klar. Und jetzt wartet mal eben. Und so sieht das Ganze dann aus dieser Perspektive. Ja, anlehnen, Kopfstütze ist bei dir völlig unnötig. Du hängst da. Kopfstütze. Du hast das Dach oben, ja? Also du hängst da wirklich oben dran. Du kannst, ja. Du bist auch mit dem Kopf etwas vorgeneigt, sehe ich, ne? Also ja. Du, wenn du nach hinten, geht gar nicht, ne? Nicht.
Also, ja, Pong Pong. Also, ja, 2,04 Meter, vergesst es. Das geht nicht. Und Frank, jetzt machen wir es mal folgendes. Wir bringen dich jetzt mal auf einen gemütlichen Sitz. Du darfst dich jetzt mal auf den Fahrersitz betten. Yeah. So, Frank, erstmal rauskommen. Ja, das geht aber geschmeidiger als so. Und jetzt versuch einfach mal vorne einzusteigen. Also ja, du musst den Sitz, der ist elektrisch verstellbar natürlich. Also erstmal maximal zurück wahrscheinlich. So, also. Fast schon perfekt. Fast schon perfekt, sagt er. Kopffreiheit oben ist gegeben, ne? Jo, hier ist. Ja. Eine Faust. Eine Faust zum Kopf. Beine. Stört dich die Mittelkonsole da jetzt? Ja. Also wegen dem Pedal. Das Pedal ist unten nämlich sehr weit rechts. Ja. Ne? Geht oder sagst du, oh, weiß ich auch nicht. Ist so ein bisschen Leaf-Feeling. Echt jetzt? Ja. Okay, okay. Also. Aber so. Gut, also du würdest jetzt sagen, du hast jetzt die Position so, wie du fahren könntest. Ja. So, okay. Und jetzt werde ich mal versuchen, hinter Frank Platz zu nehmen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich zeige das erstmal und dann. So sieht der Fußraum jetzt aus. Und da versuche ich mich jetzt mal eben reinzuwürgen. Oh, wei, wei. Also, doch, das geht. Das geht. Also ich sitze. So, Frank hat die Tür zugemacht. Kann ich auch noch zumachen. Alles gemütlich. Frank, du sitzt wirklich bequem, ja? Jo, das ist super so. Okay, jetzt zeige ich euch mal in den Fußraum hier. Also dadurch, dass der Sitz hier vorne so ein bisschen ausgeformt ist, kann ich tatsächlich die Knie gut positionieren. Mit 1,75 geht es hinter einem 2 Meter und 3 Menschen zu sitzen. So, hier, also da passt meine Finger, die passen da jetzt noch hinter so, ne? So, und dadurch, dass der Wagen ja den Mitteltunnel hat hier, sprich da, wo der Akku ja teilweise auch noch mit unter ist, hat man gar nicht so viel Freiheiten, die Füße jetzt irgendwo hin zu bewegen. Aber im Grunde genommen, Fazit, große Fahrer vorne gerne, große Fahrer hinten oder Mitfahrer eher nicht. Also Steve hat es gezeigt, ab 1,80, wobei man seine Turmfrisur da so ein bisschen berücksichtigen muss, wird es tatsächlich eng, aber wenn man wirklich große Menschen hat, wie den Frank, dann ist so, also ab 1,85 spätestens Schluss mit 2,03 Meter, habt ihr gänzlich verloren. Das möchtest du niemandem zumuten, da 100 Kilometer in diesem Auto zu sitzen.